Von diesem jungen Mann hier können wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Liebe Haterschaft, schön, dass ihr da seid. Ich habe wieder ein Classic für euch. Reini erzählt wieder eine Menge Unsinn. Sind wir ja schon irgendwie gewohnt. Aber er zeigt uns heute nicht nur seinen Kampf für die Umwelt, für Tierwohl, gegen rechte Umtriebe, gegen Mobbing. Er hat ja auch den Menschen im Ahrtal geholfen mit seinen großzügigen Spenden. Die Unterputzdeckel haben Tausende von Menschen ja, davor bewahrt, zu verwahrlosen. Ich weiß es nicht, was Reini sich dabei gedacht hat. Und jetzt kam er auch in diesem Video auf die tolle Idee, man müsse ja auch den Menschen in der Ukraine helfen. Na ja, gut, das wäre ja noch eine vernünftige Idee gewesen. Aber er war der Meinung, er müsste den Menschen in der Ukraine helfen, wie er das auch immer anstellen will. Schauen wir uns das ganze Theater mal an. Wir gehen rein, Winklers Liste. Los geht's. Draches Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? So, tut mir leid, dass ich mich jetzt übers Wochenende nicht so richtig gemeldet habe. Lag daran, dass ich jetzt übers Wochenende einfach ein bisschen... Ich war oben in Hamburg, habe aber da gar nicht gefilmt, weil ich wollte einfach ein bisschen so das Meer auf mich wirken lassen. In Hamburg das Meer auf sich wirken lassen. Und wir überlegen uns jetzt mal, wie wahr diese Story sein könnte. Ja, Reini, ähnlich wahr wie die Story, dass du eine Woche in Italien warst und da irgendwelche Mullen kennengelernt hast mit ihrer Familie und ja, du warst trotzdem nicht so ihr Typ. Reini, wer soll dir das abkaufen? Keiner. Wenn du da gewesen wärst, hättest du irgendwas gefilmt, wir würden es sehen. Du willst wieder 4D-Schach spielen, du glaubst, du bist schlauer als alle anderen. Das typische Spiel. Ja, und da war ich Freitag, Samstag, Sonntag. Hab ehrlich gesagt keinen wirklichen Plan, was ich vorhab. Ich geh's mal wieder runter in den Süden. Reini, tu mir mal bitte einen Gefallen und schau auf die Straße. Du bist gerade irgendwo auf der Autobahn wahrscheinlich unterwegs, fährst recht zügig, hast ein großes, schweres Auto unterm Hintern. Es wäre gut, wenn du dich und andere nicht gefährdest, weil du abgelenkt bist. Was ich wieder witzig fand, ist, dass Leute gemeint haben, der ist in Frankreich. Ach so, da, ja. Reini, klar, du bist natürlich allen überlegen. Die Hater kriegen nicht ganz so viel auf die Reihe, wissen wir. Es ist toll. Und du provozierst damit auch keinen, wenn du sowas erwähnst. Also ich denke, der Hate wird weniger. Es ist richtig, dass ich Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag in Frankfurt unten war. In Forchheim unten war. In Frankfurt war ich zwischendurch auch nochmal. Also übel. Sollen wir das glauben? Wir sind vielleicht mal so großzügig. Reini, wir glauben dir das. Du warst nochmal in Frankfurt. Wieder, was da wieder alles abging. Lauter Lügen, lauter Geschichten, lauter Weiber, die mir wieder völlig Blödsinn erzählen. Vor allem war absehbar, dass jetzt viele Hater wieder, machen jetzt halt wieder einen auf. Reini, ich habe noch nie einen Hater gesehen, der einen Satz so angefangen hat. Ich höre nur dich andauernd so reden. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was du uns damit sagen möchtest. Du musst dir wahrscheinlich immer eine Geschichte ausdenken und brauchst so ein bisschen Zeit dafür und dann nutzt du halt das als ja Zwischenspiel quasi, damit du da nicht nur wieder komisch rumstehst und es aussieht, als wenn du einen Schlaganfall hättest. Weiß der Geier, was für Mädel suche, Sex habe, bla, keine Ahnung. Es ist halt schon saudämlich, also es ist wirklich, wirklich dämlich. Reini, ich glaube auf den Foren, auf denen du dich rumtreibst, von denen du uns auch erzählt hast und, naja, mit denen du auch aufgefallen bist natürlich, da soll es mehrfach Mullen und auch Kaspar gegeben haben, die ähnliche Artikel und Profile haben. Ja, würde mich jetzt auch nicht so wundern. Was, dass sich manche Menschen einfallen lassen, um einem auf die Nerven zu fallen. So typischer... sag mir, wo du bist, komm zu mir, lad dich ein, treffen wir uns da und da und dann würde ich da hinfahren und dann würden da wahrscheinlich 20 Hater stehen. Und was machen die da? Woher willst du das eigentlich wissen? Ist dir das schon mal passiert? Haben die dich dann ausgelacht? Haben sie dich mit Cola überschüttet und dich danach meliert? Wer weiß. Für wie blöd haltet ihr mich? Boah, das ist, ja, also ohne jetzt... Wie drücke ich das jetzt am besten aus?
Reini, 58 sage ich. 58 und ich denke, damit ist genug gesagt. Mal ehrlich, das habe ich schon vor Jahren kapiert mit den ganzen Weibergeschichten und jetzt aktuell ist es nichts anderes. Also es ist... Nee, es ist letzten Endes völlig uninteressant, weil letzten Endes kann man es jetzt... Letzten Endes ist das, weil so und letzten Endes. Ich finde, das ist, hat einen sehr hohen Informationsgehalt. Reini, du bist im letzten Satz auf jeden Fall sehr weit gekommen. Sowieso nicht. Das ist wieder 100. Letzten Endes kann man das sowieso wieder nicht verändern. Man kann das sowieso nicht verändern? Von was redet er denn jetzt auf einmal? Es ging doch gerade darum, dass Bärchen ihn veräppeln wollten und ihm das aufgefallen ist. Er hat das schon wieder vergessen. Er kann halt nicht gleichzeitig zwei Sachen machen, natürlich. Er sollte sich auch aufs Autofahren konzentrieren und kriegt das halt nicht wirklich auf die Kette. Es leidet halt beides darunter. Und dass die Videos katastrophal sind, na gut, sei mal dahingestellt, ist halt so. Aber er gefährdet halt Menschen dadurch im Straßenverkehr und sich selber auch. Ich persönlich halte es für Zeitverschwendung. Also was ist das gewesen? Entweder war da jetzt gerade übelster Modder auf der Straße oder wir hatten gerade übelsten Blut auf der Straße, was bereits getrocknet ist. Ja, kommt schon mal vor. Mitten auf der Autobahn, dass da Blutflecken sind. Je nachdem, was man da gerade übergemöllert hat, das, ja, Standard, Reini. Möchtest du nicht noch mal ein bisschen Richtung Fahrspur gucken? Ich meine, dieser komische Hundeblick, der wirkt jetzt nicht sonderlich gut, aber es wäre trotzdem schön, bisschen auf den Verkehr achten, Blutflecken quasi vermeiden. Das sah auf jeden Fall übel aus. Ich finde es eigentlich ganz cool, wie die Videos ankommen. Also die Vlogs und auch die Streams, die kommen echt super an. Und da muss ich euch dankbar dafür sein und bin ich euch auch dankbar für. Es macht Laune, hier unterwegs zu sein. Es macht Laune, in den Hotels zu pennen. Man sieht viel. Ich habe in der letzten Woche mehr gesehen als in den letzten 5 Monaten. Ja, und wahrscheinlich auch mehr als in den letzten 8 Jahren davor. Weil du nie aus deinem Haus rausgekommen bist. Du hast ja kein normales Leben geführt. Du hast ja nicht irgendwie an den gesellschaftlichen Ereignissen teilgenommen. An gar nichts. Du hast dich ja eingeschlossen. Du warst nochmal auf dem Festival irgendwo, bist dann aber auch abgehauen. Du hast dich nicht mit Freunden mehr getroffen, weil du die alle verschreckt hast. Ja, was soll man denn dann erwarten? Aber das Erleben, was du jetzt erlebst, das erleben andere Menschen immer. Also natürlich nach der Arbeit, Reini. Das wirst du vielleicht noch nicht ganz nachvollziehen können. Oder letzten Jahren eigentlich sogar. Weil es letzten Endes einfach so... Ich habe einfach keine Gelegenheit gehabt, in den letzten Jahren rauszukommen. Ja, man war ja mit fressende, wichsende Dattelne beschäftigt. Da konnte man ja nicht einfach so aus dem Haus rausgehen. Und die Nachbarn sind auch ziemlich dankbar dafür, dass du das nicht gemacht hast. Also, die hätten das ungern mitbekommen, was du da so treibst. Oh, Elefantenrennen! Oh, ist klar. Und schön Blätterhaar jetzt hier auch. Auf jeden Fall hat man in den letzten Jahren gesehen, wie die Leute sich verhalten. Die Leute haben Straftaten ohne Ende begangen. Die begehen auch weiterhin Straftaten. Ich habe mich mal ein bisschen so nebenbei ein bisschen mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt momentan, ob es in Richtung Nachstellung geht. Wenn jemand hinter mir herfährt oder mich belästigt oder sogar Daten veröffentlicht, wo ich schlafe über Nacht. Dann hat sich herausgestellt, dass es da Gesetze gibt dazu tatsächlich. Aber wie das genau geahndet wird, ich habe keine Ahnung. Achso, du hast dich mal schlau gemacht und das Ergebnis davon ist, du hast keine Ahnung. Würde ich sagen, war das ja richtig erfolgreich. Kannst du uns ja jetzt viel erzählen. Halt wieder Content. Ich bin damit befasst, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall scheint es da wirklich illegale Strafen zu geben. Also was heißt illegale? Illegale Strafen. Was sind illegale Strafen? Ich guck mal gerade nach. Kein Plan. Strafen. Es gibt wirklich Strafen dafür. Das Geile ist auch, dass immer Leute zu mir sagen, du provozierst, du provozierst. Ja, Reini, das sage ich zum Beispiel auch. Reini, du provozierst. Du bist aus deiner Schanze raus und das Erste, was du gesagt hast, war, such mich doch meine kleinen Haterchen. Ja, es ist immer zwischen den Zeilen bei dir ein kommt her, such mich doch. Kommt zu mir. Ja, andauernd. Nein. Ich sag... Ach so, jetzt hast du Nein gesagt. Ja, dann ist es natürlich nicht so, dann nehme ich alles zurück. Ich sage lediglich meine Meinung und meine Meinung provoziert andere. Das war nie anders. Vielleicht habe ich manchmal wegen einer ruppige Art zu sprechen oder mal eine ruppige Art mich auszudrücken. Das kann alles sein.
Ja, du stolperst ab und zu mal dabei. Das nennen wir ja Metal-Fränkisch. Das ist aber nicht der Hauptpunkt, diese Stolpern dabei, sondern die Katastrophe daran sind diese Inhalte. Die Belästigung von Frauen, was du zu Anschlägen gesagt hast, zum Holocaust gesagt hast, aber auch deine Taten, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du mit Frauen umgehst, mit Kindern, mit Tieren. Es ist eine Katastrophe. Alles gut möglich. Aber muss kurz gucken, weil da ist nämlich Ausfahrt gewesen. Aber deswegen bin ich noch lange nicht irgendwie jemand, der ständig auf Konfrontation oder Provokation aus ist. Weil es letzten Endes so ist, dass ich der erste Mensch auf der Welt bin, der definitiv seine Ruhe und seinen Frieden möchte. Klar, das glaube ich dir sogar. Du möchtest die Aufmerksamkeit haben, die du durch die Provokation kriegst. Alle Vorteile dadurch mitnehmen, also dass du mehr Klicks hast, mehr Geld verdienst, aber du möchtest halt nicht die negativen Punkte haben, dass die Leute dann trotzdem nicht aufhören, wenn du es halt gerne haben möchtest. Das ist dein Problem. Du möchtest keine negativen Kommentare haben, keine Leute, die eine andere Meinung haben und das in deinen Kommentaren schreiben. Und es reicht nicht, dass Leute dich besuchen und dir dann sagen, was sie von dir halten. Ich will einfach nur schlicht und ergreifend mein Leben führen. Ich möchte Lebende ist notiert. von München bis nach Hamburg fahren können, ohne dass auf den Raststätten, wo ich bin, mich Leute fotografieren. Ich möchte von München nach Hamburg fahren können, ohne in den Hotels pennen, ohne dass Leute herausfinden, in welchem Hotel ich bin und anfangen, meine Hotelladresse zu leaken. Ich meine, was soll das denn? Ja, Reini, das ist ein bisschen problematisch. Du wolltest das Leben als, ich sag's mal, in Anführungszeichen Star haben. Was glaubst du denn, wie das bei anderen Leuten ist? Wie mit Fußballprofis oder sonst irgendwas? Die haben auch keine Ruhe. Die werden in Hotels auch genervt. Die werden in jedem Restaurant von irgendwelchen Fans gefragt, ob sie Unterschriften verteilen können oder ähnliches. Ja, und bei dir ist es halt ähnlich. Nur du wirst halt nicht nach Autogrammen gefragt, du wirst halt ausgelacht von den Leuten. Ja. Das liegt halt aber daran, dass du wieder provoziert hast. Ich meine, ich verstehe, dass Leute es gibt, die immer aufgeregt sind, Drache, und sich jedes Mal fast nass machen dafür. Und die Aussage wird wahrscheinlich auch wieder als Provokation gelten. Ja, du könntest vielleicht mal ein bisschen weniger herablassend über andere Menschen reden. Das wäre schon ein guter Ansatz, Reini. Da hast du absolut recht. Aber für mich nicht. Ich möchte meine Videos und meine Streams, meine Reise, meinen Weg, den ich gehe, mit euch teilen. Ich teile meinen Weg jetzt die letzten 10 Jahre schon mit euch. Ich habe in den letzten 10 Jahren meinen Weg mit euch geteilt. Ich habe mein Leben mit euch geteilt, zum Teil. Nicht alles, aber ein Teil. Und also ich habe ein Jahrzehnt meines Lebens euch geopfert oder für euch geopfert. Was ist denn hier technisch schon wieder los? Alles Käse. Irgendwie macht die Technik gerade Stress. Reini, du hast dich für andere geopfert? Für deine Zuschauer? Das ist doch wohl völliger Unsinn. Du machst das alles nur für dich selber. Weil du nicht arbeiten möchtest, locker und leicht dein Geld verdienen möchtest, ohne dass du dafür früh aufstehen musst, dass du dir von anderen was sagen lassen musst, dass du eine 40-Stunden- oder 37-Stunden-Woche hast oder ähnliches, so wie es halt die meisten Menschen haben. Du wolltest ein lockeres Leben haben, möglichst am Tag gar nicht arbeiten oder halt eine halbe Stunde mal ein Video aufnehmen, dann noch irgendwie beim Computerspielen das Ganze auch noch aufnehmen, ins Internet stellen. Ja, und davon halt locker leben können. Das geht halt nicht, weil du dafür nicht, ich sag mal, nicht gut genug im Gaming bist, beziehungsweise kein Entertainer bist. Ja, und dann hast du halt den Hate monetarisiert und lebst damit. Aber du willst keine Konsequenzen davon sehen. Und habe euch hier und da überall mitgenommen. Ich habe euch in die Videos mitgenommen, in die Streams mitgenommen. Ich würde viel mehr gerne für euch machen. Ich würde viel mehr gerne streamen. Ich würde viel mehr gerne aufnehmen. Ich möchte mit der Kamera hier auf den verschiedenen Rastplätzen parken können, filmen können, sagen können, wo ich bin, ohne Angst haben zu müssen, dass mir am nächsten Rastplatz irgendein Vollidiot auflauert, der mir wieder auf die Nerven geht. Es ist furchtbar, diese Menschen, die einem immer auf die Nerven gehen. Wir haben das ja in einem Video schon gesehen. Da war es zum Beispiel eine polnische Familie, die irgendwie ein Picknick gemacht hat
an einem Parkplatz an der Autobahn. Und Reini hat natürlich Drohungen ausgesprochen, meinte, manche Leute wissen gar nicht, in was für eine Gefahr sie sich begeben. Ja, das ist furchtbar, diese Mitmenschen um sich ertragen zu müssen. Zumindest scheint es so für Rainer zu sein. Ich möchte mich nicht hinsetzen müssen und Angst haben müssen, dass egal was ich mache, ständig irgendjemand mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, ey, du bist der verantwortlich ist dafür, du bist derjenige. Was für ein genialer Ausblick. Das ist zum Beispiel auch sowas. Gut, ist natürlich jetzt beim Autofahren keine gute Idee. Aber ich könnte euch jetzt hier so einen geilen Ausblick zeigen. Hier unten. Reini, guck auf die Straße. Es ist nicht hilfreich, was du machst. Fahr von der Autobahn ab, such dir ein schönes Plätzchen, wo du dich hinstellen kannst und film dann. Ah, wir sehen das nicht und du solltest mal ab und zu auf die Straße gucken. Hier ein riesiger Bach. Also ein riesiger Bach, kann man ja sagen, das ist ein Fluss. Ein riesiger Fluss, übelst Berge rings und drum. Ey, man könnte so viel machen, ich könnte euch so viel zeigen, ich könnte so viel, naja. So bescheuert wie das klingt, ich kann nicht mal irgendwo kacken gehen, ohne dass jemand dann die Kacke untersucht und sagt, da hat aber das und das gegessen. Bin ich ein Tier oder was? Reini, ich weiß jetzt gerade nicht, wie du darauf kommst, das ist glaube ich wieder eine Ausgeburt deiner Fantasie. Aber Reini, die Leute untersuchen auch nicht die Ausscheidungen von irgendwelchen Tieren. Sei denn, die machen das zu irgendwelchen medizinischen Zwecken oder ähnlichem. Ich weiß auch nicht, wie du darauf kommst. Völlig wirr. Die Hater bezeichnen das als Schnitzeljagd. Einige Leute außerhalb des Games, die aber sich das mit dem Game auseinandersetzen, bezeichnen das als Schnitzeljagd. Und ich kann ganz ehrlich dazu nur sagen, es ist keine Schnitzeljagd. Das ist aus meiner Sicht keine Schnitzeljagd. Das war nie eine. Das Drachen-Game, wie sie es nennen, ist für mich auch kein Spiel. War es auch nie. Weil man spielt nicht mit dem Leben anderer. Reini, ich kann es jetzt zum tausendsten Mal erklären, dass das Game halt aus dem Hip-Hop kommt, die Bezeichnung. Ja, hab schon tausendmal gemacht. Reini hat es halt nie verstanden. Ja. Er versteht sein eigenes Game halt nicht. Spielt generell sowas. So eine Art, wer sowas als Spiel bezeichnet, ganz ehrlich, jeder, der sowas als Drachengame, als das Drachengame bezeichnet, was die Hater sich ausgedacht haben, der ist in meinen Augen krank. Jeder, der sowas als lustig empfindet und jeder, der sowas geil findet, der ist in meinen Augen einfach nur bizarr und krank und abartig. Und es ist richtig, dass ich einige Sachen falsch gemacht habe in meinem Leben. Ich habe viele Sachen auch falsch verstanden. Genau, das ist es nämlich. Reini hat ein paar unwichtige Sachen, da hat er was falsch gemacht, aber meistens versteht man ihn nur falsch. Also, wenn wir Frauen sich sexuell von ihm belästigt fühlen, dann haben sie ihn einfach nur falsch verstanden. Oder er den Holocaust relativiert, dann haben das alle nur verstanden. Oder wenn er sagt, irgendwelche Anschläge in Wien, ach, die Leute sollen sich nur nicht so anstellen, ihm wird es viel schlimmer gehen, dann haben die ihn einfach nur alle falsch verstanden, so wie wir ihn auch falsch verstanden haben. Kann man vielleicht auch erwähnen. Letzten Endes ist es trotzdem so, dass ich immer noch ein Mensch bin. Ich habe das Beste aus dem gemacht, was ich hatte. Ich bin ein Sonderschüler. Reini, du bist kein Mensch, du hast selbst gesagt, du bist eine Indianerelfe, also hör auf damit. Schüler gewesen, mit einer schlechten Ausbildung, mit einer... Reini, du bist ein Sonderschüler mit katastrophalen Zeugnissen gewesen. Du hast, alles von dir bewegt sich irgendwie durchs Internet. Wir haben deine Zeugnisse gesehen, wir haben deine Noten gesehen, sie sind nicht gut und wir wissen auch, dass du keine Ausbildung hast. Mit einer schlechten Schulbildung. Ich habe für meine Verhältnisse wirklich viel falsch gemacht. Meiner Meinung nach habe ich das Beste... Du hast für deine Verhältnisse viel falsch gemacht? In welche Relation willst du das denn setzen? Wer macht denn, führt denn noch so ein Leben wie du? Du hast vielleicht nicht die besten Voraussetzungen gehabt, was die Bildung angeht, wenn du auf eine sonderpädagogische Anstalt für lernbehinderte Kinder gehen musstest. Nichtsdestotrotz gibt es andere, die halt regelmäßig zum Unterricht erschienen sind, die sich Mühe gegeben haben, die haben einen Abschluss gemacht, haben am Ende halt einen Hauptschulabschluss, vielleicht noch einen Realschulabschluss draufgesetzt, haben eine anständige Ausbildung gemacht und haben danach mit einem vernünftigen Job gutes Geld verdient und haben ein geregeltes Leben und werden, ja, haben vieles erreicht, was du im Leben haben wolltest und nicht bekommst. Siehe zum Beispiel was mit Familie, mit Kindern, ähnlichem.
Mögliche aus meiner Situation und aus meinem Leben rausgeholt. Nein, einfach nein. Du hast alles zerstört in deinem Leben. Du hast deinen Körper zerstört, du hast deine Psyche zerstört, du hast die Schanze zerstört, du hast echt alles zerstört. Du hast das Verhältnis zu deiner Familie zerstört und zu deinen Freunden. Nichts hast du vernünftig hinbekommen. Weil in meinen Augen ist es einfach so, dass es nicht anders hinhaut. In seinen Augen haut es nicht anders hin. Es ging nur so, es gab keinen normalen Weg. Man musste immer alle anderen wie Dreck behandeln. Man muss wie ein Narzisst leben und ja, dann geht's halt nicht anders. Ich bin in der Sonderschule gewesen, in der ich gemobbt wurde. Boah, Reini, hör doch auf mit diesen Lügen schon wieder. Nein, du wurdest nicht gemobbt. Du hast dich in die Ecke gesetzt mit einem Gameboy oder mit deinem komischen tragbaren DVD-Player und hast DVDs geguckt oder halt am Gameboy gezockt. Und die anderen hatten dementsprechend wenig mit dir zu tun. Und du wurdest irgendwann auch gemieden, weil du halt nicht Teil der Gesellschaft warst. Nicht Teil des sozialen Gefüges in dieser Schule. Das hat nichts mit Mobbing zu tun. Du hast dich ja selbst da rausgezogen. Du hättest hier vielleicht auch mal was mit den Kindern machen können, mit den anderen. Tag schreckliche Scheiße durchgemacht. Ich will damit jetzt nicht rumheulen oder so, aber ich hab wirklich Schreckliches durchgemacht. So. Und viele sagen, ich betrachte mein Leben als göttlich. Nein, Reini, dein Leben ist nicht göttlich. Ich glaube auch nicht, dass du es so betrachtest. Was die Leute sagen, ist, dass du dich als, wie du es selber formuliert hast, höchstes Wesen siehst und alle anderen halt schlecht behandelst um dich herum. Du, ja, bist der Meinung, du weißt alles besser, meinst alle anderen zurechtweisen zu müssen, sie zu bannen oder sonst irgendwas. Ja, du benimmst dich anderen gegenüber sehr, sehr schlecht und herablassend. Oder so ähnlich. Oder ich sehe nicht die Probleme, die es gibt oder so. Doch, die tue ich. Also die sehe ich. Ich sehe alles, was ich gemacht habe. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Hatern und mir. Wenn jemand, der ein besseres Leben als ein anderer hat, auf einen hinabblickt, weil letzten Endes die Person was Besseres gewohnt ist. Die Person ist es gewöhnt, 5.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro auf dem Konto zu haben. Die Person ist es gewöhnt, jeden Tag einen gefüllten Kühlschrank zu haben. Jeden Tag jemanden zu haben, der für einen kocht, der für einen Essen und Trinken macht, der für einen die Brotzeit macht für die Arbeit und so weiter. Jemand, der es gewöhnt ist, jeden Tag seine Freundin um sich zu haben oder seinen Freund um sich zu haben. Jemand, der es gewohnt ist, jeden Tag einfach ein gutes Leben zu führen. So, das ist das, was die Hater nicht verstehen. Die Hater schauen auf mich herab, sehen, wie scheiße mein Leben aus ihrer Sicht ist. Was erzählst du da? So ein Unsinn. Es guckt doch keiner auf dich herab, weil du eine schlechte Schulausbildung oder ähnliches hast. Du hast ein Haus geerbt. Du hattest mehr als die meisten Hater, die noch zumindest ziemlich jung sind, weil die daran arbeiten müssen, mal irgendwas aufzubauen im Leben. Du hast Startkapital ohne Ende bekommen. Du hättest einfach was machen müssen, aber du hattest nie Bock auf irgendwas zu machen. Du hast keinen Bock, eine Ausbildung zu machen, zur Schule zu gehen, zu arbeiten, dich um dein Haus, um dein Eigentum, um Freunde zu kümmern. Du standest immer im Mittelpunkt und du wolltest immer den leichtesten Weg gehen. Es hat doch nichts damit zu tun, was andere machen. Es geht dabei doch nur um dich und dass irgendwelche Leute dich halt triggern wollen. Ja, willkommen im Internet. Und verstehen nicht. Sie verstehen nicht, warum ich sage, dass mein Leben in Ordnung ist. Mein Leben könnte natürlich besser sein. Aber zum Teil ist es die Schuld der Hater. Ich könnte zum Beispiel das Dreifache oder Vierfache an Geld mit meinem YouTube-Kanal machen. Ja, und das ist ja auch völliger Unsinn. Fakt, dass ich... Warum kackt hier alles die ganze Zeit ab? Böser Computer. Nein, es ist völliger Quatsch, Reini. Kein Mensch würde sich für dein Gameplay interessieren. Kein Mensch würde sich für irgendwelche Videos von dir interessieren. Drache läuft oder ähnliches. Du hättest wahrscheinlich nach 10 Jahren einen Kanal gehabt mit wahrscheinlich 2000 Abos, so wie meiner jetzt gerade ungefähr groß ist. Ja, und es würden kaum Leute würden sich für deinen Content interessieren, weil er einfach nicht gut ist. Du investierst keine Zeit da rein. Du gibst dir keine Mühe. Das ist nicht viel wert, was du machst. Deswegen hättest du damit gar keinen Erfolg. Die Leute kommen doch nur wegen dem Game, um zu schauen, was los ist. Wenn du dich wieder aufregst, wenn du wieder provozierst, wenn du wieder die Show abziehst, wenn du tanzt. Das ist dein Content. Deswegen kommen die Menschen zu dir.
keine Sponsorenaufträge bekomme, weil die Hater meine Sponsorenaufträge in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart und auch in der Zukunft kaputt gemacht haben. Oder genau, die Sponsorenaufträge, die es nie gab. Reini hat ja mal einen vorgetäuscht, hat ja so getan, als ob er von Huawei ja so ein Auspackvideo halt machen sollte, so ein Sponsoring. Und das war grausamst. Er hatte keine Ahnung, was das Teil kann, was dieses Handy überhaupt ausgemacht hat, dieses Smartphone, welche Eigenschaften es hat, was es gut kann. Er hat es beschrieben, ja, es ist viereckig, da ist vorne, da ist ein Display drauf und eine Hülle gibt's dazu, so ungefähr. Dann war er fertig und Huawei fand das nicht ganz so lustig. Und wollte natürlich, dass Reini das Video runternimmt. Weil die haben das jetzt nicht als Werbung gesehen und auch nicht wirklich als Empfehlung, dass Reini sowas dauerhaft mal machen sollte. Und dafür auch noch bezahlt werden sollte. Stimmt nicht. Und das hat nichts mit den Hatern zu tun. Huawei ist kein Hater. Werden. Schaut euch doch nur mal die Situation zum Beispiel mit meinem Huawei an, welches ich dann letzten Endes veröffentlichen soll und... Bitte was? Reini, kommt jetzt wieder eine Lügengeschichte? Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Und was ich dann letzten Endes als... Hier sind überall Baustellen. Das ist voll... Ja, jetzt ist er leider wieder abgelenkt. Irgendwas im Verkehr passiert und jetzt konnte er sich seine Lügengeschichte, warum denn die Haters daran schuld sind, dass das mit Sponsoring, Verträgen, Aufträgen nicht klappt, die konnte er sich jetzt nicht zusammenrendern. Ja, schade, Reini. Dann hat sich aber herausgestellt, dass ich das Video innerhalb von 6 Stunden oder so, oder von 5 Stunden, hat es geheißen, ich wurde dann per E-Mail angeschrieben, das habe ich damals am Handy bekommen, ich soll das Video so schnell wie möglich runternehmen, weil die Hater jetzt auf Twitter überall Huawei Boycott reinschreiben. Ich habe letzten... Ja, genau, das war der Grund dafür. Nicht, dass du nie einen Auftrag dazu hattest, einfach so ein Video gemacht hast, behauptet hast, es wäre ein Sponsoring gewesen und es halt eine Katastrophe war für das Unternehmen. Und die dir wahrscheinlich die komplette Rechtsabteilung auf den Hals gehetzt hätten, wenn du das weiter online gelassen hättest. Am Ende ist aufgrund der ganzen Hater meine Sponsoraufträge oder meinen Sponsorauftrag, den ich hatte, verloren. Scheiße. Das Geile daran ist, dass ich einen Folgeauftrag, ich hätte einen anderen Sponsorauftrag auch noch bekommen für einen PC. Den habe ich aber auch nicht bekommen. Und zwar deswegen, weil eben der letzte Auftrag schon so scheiße war. Okay, da haben mich auch schon wieder so ein paar Hurensöhne fotografiert gerade. Unter Garantie posten die das irgendwo im Netz wieder, weiß wieder jeder, in welche Richtung oder wohin ich generell unterwegs bin. Das muss doch nicht sein. Ist auch erst seit September übrigens eine Verordnung raus. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Es ist eine Verordnung raus, ich weiß nicht, ob das stimmt. Was denn jetzt, Reini? Ist jetzt eine Verordnung da oder nicht? Oder denkst du dir jetzt gerade wieder irgendwas aus, was dir in den Kram passt? Bin kein Anwalt, bin kein Polizist. Du hast auch keine Ahnung, kannst nicht recherchieren im Internet und interessiert dich auch nicht. Aber du möchtest gerne im Recht sein und behauptest deswegen einfach irgendwas. Mich mit solchen Zeugen nicht auseinandersetzen müssen. Es hilft ja auch nichts, immer rumzumeckern. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit darüber rummeckern, aber es hilft ja nichts. Irgendwie muss man ja versuchen, mit dem ganzen Scheiß zurechtzukommen. Genau, und um mit dem ganzen Zeug zurechtzukommen, wird rumgenölt, rumgenörgelt, über die Haters geschimpft, die ja alles kaputt machen. Aber was nicht gemacht wird, wird an sich selber gearbeitet. Weil das wäre ja auch eine Form von Arbeit und Arbeit ist keine Option. Das wissen wir ja von Reini. Sich selbst verbessern, an sich selber zu arbeiten, das gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jeder hat doch mal eine Situation im Leben, wo er vielleicht nicht mit sich zufrieden ist. Ob es beruflich ist, privat oder sonst irgendwas. Und dann schaut man einfach, ob man das irgendwie verändern kann. Ja, aber bei dir geht's immer so weiter. Du fährst halt immer auf eine Wand zu, auf eine Mauer. Ja, und irgendwann knallst du halt dagegen. Diese Wand wird wahrscheinlich dann traurigerweise dein Ableben sein, weil, ja, so wie du mit deinem Körper umgehst, durch deine Ernährung, ja, auch, dass du keine Bewegung hast, du wiegst um die 220 Kilo, ja, das wird das Finale für dich sein. Leider.
Also ich finde es sehr traurig, wenn man das halt aus seinem Leben macht. Hilft dir alles nichts. Letzten Endes ist es halt immer der gleiche Käse. Ja, so musst du mit leben. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Naja. Reini, was machst du da? Hast du gerade dein Handy in der Hand? Das ist leider verboten beim Autofahren. Also, das ist auch sehr naiv, sich dabei noch zu filmen, das Ganze ins Internet zu stellen. Gerade wenn man, sag ich mal, eine Community hat, die einen nicht zwingend leiden kann. Nur so als kleiner Tipp. Und du guckst jetzt gerade schon wieder so, als wenn du irgendwas vorhättest. Ich meine, es ist jetzt gerade ein bisschen verwackelt, aber als wenn irgendwie ein Auto neben dir fährt, du das Gefühl hast, die filmen dich und um dich zu revanchieren, machst du jetzt einfach Fotos zurück. Als harter Gegenschlag. Kann das sein? Bla bla bla. Ich sehe mich... Okay, vielleicht hat er auch nur ein Bärchen geschrieben. Hab vielleicht zu viel reininterpretiert. Nicht als solches. Mach ich nicht. Ich bin ein ganz normaler Spinner aus irgendeinem Kaff irgendwo am Arsch der Welt, der einfach nur Videos macht, weil er Bock drauf hat. Ja, ich lebe davon. Aber wenn ich morgen keinen Bock mehr auf meine Videos und meine Streams hätte, dann würde ich sagen, leck mich. Und dann war's das. Ich hab... Ja, das stimmt so nicht ganz, Reini. Wenn du keinen Bock mehr hättest, also die Situation, die momentan schon da ist, du würdest einfach weitermachen, weil es dir Geld bringt. In dem Moment, wo es sich finanziell nicht mehr für dich lohnt, dann hörst du übrigens auf. Als kleine Aussicht in die Zukunft. Ja, und du bist nicht einfach nur irgendein Dude aus irgendeinem Dorf, der seine Videos macht. Das wäre doch überhaupt kein Problem. Es gibt doch Millionen Menschen, die irgendwo aus irgendeinem Dorf kommen und Videos bei YouTube machen. Hast du dich schon mal jemals gefragt, warum die keinen riesigen Anhang an Haters haben, die ja irgendwie rausfinden wollen, was der YouTuber aus Altschauerberg so macht? Ein Vorteil, den viele gerne hätten. Es ist letzten Endes keine Frage der Tatsache, ob ich das jetzt so möchte, wie ich es mache. Oder es ist auch keine Frage, ob ich das will, wie ich es mache. Ich mache es einfach, wie ich es will. Ich kenne mich mit den aktuellen... Was war das gerade? Das Ganze bitte nochmal auf Deutsch. Der Satz war ja, glaube ich, der absolute Quadratunsinn. Es ist letzten Endes keine Frage der Tatsache, ob ich das jetzt so möchte, wie ich es mache. Oder es ist auch keine Frage, ob ich das will, wie ich es mache. Ich mache es einfach, wie ich es will. Ich kenne mich mit... Ach so, ja, danke. Danke dafür. Das erklärt deine gesamten Lebensentscheidungen bisher. Den aktuellen Grunddingen nicht aus. Als ich damals noch normal arbeiten gegangen bin, da war es so, dass der Mindestlohn auf 8,50 oder so war oder 8,30. Aber früher wären 10 Euro. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so viel, weil mittlerweile das ganze Inflationszeug und keine Ahnung, was das alles ist. Keine Ahnung, wie das alles heißt. Das ist auf jeden Fall so, dass es halt alles mittlerweile schon wieder höher ist. Ich glaube, Mindestlohn ist mittlerweile schon 10 Euro. Zu der damaligen Zeit, wo ich noch normal arbeiten gegangen war, waren 10 Euro waren utopisch. Als ungelernte Kraft 10 Euro zu verdienen, da hat jeder den Mittelfinger gezeigt. Aber der Mindestlohn steigt ja auch mit der Zeit immer, weil halt auch das Leben an sich teurer wird. Da fährt ein LKW mit lauter Ferrari, mit lauter Porsches. Lol. Ich habe eine Raststätte und Kaffee geholt und ein Brötchen, aber das esse ich jetzt natürlich nicht in der Fahrt. Das esse ich so. Im Auto essen mache ich sowieso nicht gerne. Ist auch vernünftig, Reini. Du würdest dich komplett zukrümmeln, wenn du so zurückgelehnt sitzt, dabei noch andere Sachen machst. Aber ich sag's mal so, wir sind es gewohnt von dir, dass du halt Krümmel und Flecken auf deinem T-Shirt hast. Und dein Wagen, ich weiß jetzt nicht, wie aufgeräumt der ist, wahrscheinlich eher weniger. Also mal abgesehen davon, dass hier sowieso überall Dreck momentan ist, also Dreck im Sinne von Staub und so, vom Rein- und Rauslatschen ins Auto, ich muss halt einfach... Es ist überall Staub vom Rein- und Rauslatschen. Also, ich glaube nicht, dass der Staub nur daher kommt, aber man kann da auch was gegen machen. Der Tipp des Tages bei sowas ist eigentlich putzen. Den Wagen einfach mal reinigen. Einen Lappen nehmen und einen Eimer, einen Schwamm irgendwie dazu und dann mal richtig schön sauber machen den Wagen von innen. Du kriegst das hin. Also, ich würde dir das zutrauen. Aber da muss man auch ein bisschen motiviert zu sein. Also ich denke, als Sonderschüler hätte ich es halt nie im Leben zum Meer gebracht. Ich kenne viele aus meiner Schulzeit von früher, die lange Zeit arbeitslos sind oder waren, die auch teilweise gar keinen Bock haben, arbeiten zu gehen. Reini, ich glaube nicht, dass du noch viele Leute kennst aus der Zeit, weil du halt generell mit Menschen
nicht viel machst. Meistens sind es ja nur deine Schweizer Taschenkumpels, glaube ich, dass es jetzt auch so ist. Ja, Reini, und generell ist es mit Arbeiten schwierig. Du kennst dich ja damit aus, wenn man keinen Bock hat zu arbeiten. Richtig. Ich kenne viele, die die haben einfach gar keine Gelegenheit dazu. Ich meine, die sind einfach schlicht und ergreifend nicht in der Lage teilweise, ihr Leben so zu führen, wie sie es gerne könnten. Die verdienen halt einen normalen Lohn, also ich sag mal 1.500 bis maximal 2.000, so viel verdienen die teilweise gar nicht. Und dann haben sie teilweise zwei oder mehr Kinder. Es ist halt scheiße, weil man kann halt nicht einmal seine Kinder ernähren eigentlich. Reini, die Sterblichkeit bei Kindern durch Verhungern ist in Deutschland recht gering. Doch, man kann seine Kinder schon ganz gut ernähren. Natürlich, man hat jetzt nicht unbedingt viel Geld übrig für Kulturprogramme, etc. Braucht man nicht drüber reden. Es ist knapp bemessen, aber doch, man kann mit vernünftiger Arbeit auch Geld verdienen. Und in den meisten Berufen kann man auch aufsteigen. Du hast ja auch behauptet, du warst quasi mal der Vorarbeiter der Nachtschicht gewesen bei irgendeinem Unternehmen, was ich mal bestreiten würde. Aber, ja, als Leiharbeiter vor allem. Aber so eine Position ist doch nicht unmöglich zu erreichen. Und auch neben der Arbeit gibt es die Möglichkeit, sich noch weiter zu qualifizieren, weiterzubilden. Es gibt da, ja, viele, viele Alternativen zu gar nichts machen. Das ist einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, Kinder in die Welt zu setzen. Ich wollte gerade sagen. Eigentlich hat er keinen Bock mehr, Kinder in die Welt zu setzen. Dafür habe ich das Gefühl, erwähnt er das Thema ziemlich oft und spricht auch sehr viele Mullen darauf an, sehr viele Bärchen, ob sie nicht irgendwie geschwängert werden wollen, was ich auch sehr skurril finde. Aber naja, jedem seinem Fetisch halt. Sagen, fällt er mir jetzt nach oder was? Autobahnkapelle, kann man heiraten. Ich meine, zwei oder drei Kinder in die Welt setzen. Ich persönlich hätte ja gerne drei Kinder immer. Ein Kind finde ich ist zu wenig. Vielleicht auch öfter mal alleine. Das gefällt mir halt nicht. Ich und meine Schwester zum Beispiel haben es nicht verstanden. Zwei Kinder wären mir auch zu wenig, weil ich und meine Schwester waren zu zweit und eben weil wir uns immer gestritten haben. Ich hätte mir immer einen kleinen Bruder gewünscht, mit dem ich vielleicht auch mal zocken kann. Natürlich ist die Frage, ob der mich dann ausstellen hätte können. Schwieriges Thema, aber dir ist auch bewusst, wenn du, wenn deine Eltern jetzt noch eine Tochter bekommen hättest, dass du immer noch keinen kleinen Bruder bekommen hättest, oder? Das ist dir schon klar. Du kannst auch drei Kinder theoretisch haben und dann sind es nur drei Mädchen oder halt ein Junge oder zwei Jungen. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Reini. Dass es da irgendein besonderes System gibt, wann die alle glücklich sind oder nicht, es hat viel mit dem Umfeld zu tun, mit der Erziehung der Eltern, dass sie sich darum kümmern. Natürlich, es kann natürlich immer Kinder geben, die sind schwieriger als andere. Die Hater würden wahrscheinlich sagen, das wäre nie passiert. Fakt ist auf jeden Fall, er fährt so nah auf und dann überholt er nicht. Ich check's nicht. Kinder in die Welt setzen ist, wenn man keine Kohle hat, echt scheiße. Heutzutage ist es so, der Mann geht arbeiten, die Frau geht arbeiten und gefühlt auch noch die Kinder gehen arbeiten. Reini, von welchem Land redest du gerade? Redest du jetzt irgendwo von Schwarzafrika, wo jedes Kind mit aufs Feld gehen muss oder in irgendwelchen Minen arbeitet, damit die Familie genug zu essen hat? Oder redest du gerade von Deutschland? Hier, wo wir die Möglichkeit haben, für eine gewisse Zeit von der Arbeit freigestellt zu werden, wo es Kitas gibt, wenn man Glück hat, wohnen auch noch die Großeltern in der Nähe, wenn sie fit sind, können die sich darum kümmern eventuell. Es gibt viele Möglichkeiten, natürlich bei manchen ist es auch eng, aber natürlich, warum sollte es nicht klappen mit der Erziehung? Und woher willst du denn wissen, wie es ist mit der Arbeitszeit für Eltern? Du hast wenig mit Arbeiten zu tun und zum Glück nicht noch weniger mit Kindern. Einfach, weil man einfach nicht genug Kohle verdient. Die Spritpreise. Holy shit! Ich habe für 2,19 getankt und ich fahre einen Diesel. Aktuell kommt noch der Krieg der Korea. Der Krieg der Korea. Ja, was auch immer das jetzt heißen soll. Ja, klar, zu der Zeit, gerade zu Beginn des
Angriffskriegs der Russen gegen die Ukraine sind die Spritpreise, auch die gesamten Energiekosten halt nach oben geschossen, weil Deutschland eine hohe Abhängigkeit von Russland hatte. Schon klar, aber auch das ist wieder gesunken. Transportpreise sind natürlich dadurch auch gestiegen, aber die sind danach auch wieder, die Inflation ist danach schon wieder zurückgegangen. Es ist natürlich für die, die wenig, vorher schon wenig hatten, natürlich eine Katastrophe gewesen. Aber nicht jeder fährt halt den ganzen Tag mit dem Auto durch die Gegend von einem Hotel zum anderen. Reini, deinen Lebensstil haben die wenigsten Menschen. Der Ukraine-Krieg kommt aktuell. Wie komme ich auf Korea? Ja, hättest du wenigstens Korea gesagt, aber naja, weiß ich nicht, warum du drauf kommst, weil du wirre Gedanken hast. Das Ganze nicht ordnest, erst nachdenkst und dann sprichst, nö, es brodelt einfach irgendwas hinaus. Aktuell kommt dann noch der Ukraine-Krieg dazu, ne? Das muss man noch dazu sagen. Wobei ich ja ehrlich überlegt habe, ob ich da rüberfahren soll. Ja, Reini, also die hätten dich auf jeden Fall gebrauchen können. Die Russland hat angegriffen, die Ukraine braucht Panzersperren und ähnliches, definitiv. Also die Leute aus der Region um die Ahr beim Hochwasser, die waren so dankbar dafür, dass du Unterputzdeckel geschickt hast. Auf jeden Fall, die Ukraine haben eigentlich darauf gewartet, dass du da erscheinst. Du hast ja nicht mal Rotkohl hingeschickt oder ähnliches. Oder den guten Honig, den Breitsamer. Mein Zeug noch gar einlagern und darüber fahren, um da zu helfen. Reini, da herrscht Krieg. Wie willst du da helfen? In welcher Form? Was willst du genau für die Menschen da machen? Du kannst nicht militärisch helfen, du kannst auch im zivilen Bereich nicht unterstützen, du hast keine Ahnung von Logistik, du kannst medizinisch nicht unterstützen, nichts. Du wärst einfach nur Ballast. Zeit hätte ich. Aber er hat viel zu tun, deswegen kann er keine Videos machen. Aber Zeit hat er. Okay. Ja. Das ist, finde ich, mal wieder eine ganz, ganz tolle Idee gewesen von dir, Reini. Also, die armen Ukraine. Einfach mal rüberfahren, natürlich vorher an irgendeiner Station halten, das Auto vorher leer machen. An einer Station halten und das Auto vorher leer machen? Bitte, was? Was willst du denn da leer machen? Willst du die Sitze rausreißen oder was? Willst du das im Transportfahrzeug umrüsten? Das ist so ein wirres Gebrabbel. Gruselig. Reini hat null Ahnung, was da passiert ist. Kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Er guckt doch auch keine Nachrichten, er hört keine Nachrichten, informiert sich nicht im Internet oder sonst irgendwo. Er kann doch überhaupt keine Zusammenhänge sehen, was da passiert. Ist aufs Auto laden, so Medikamente, Nahrung, Kleidung, Decken, was weiß ich, dann könnte man perfekt hergehen und könnte das alles rüberbringen und auf. Ja, Reini, das ist ganz nett von dir, aber wo willst du das hinbringen? Die Menschen haben da Krieg und die hatten eigentlich nie so Riesenprobleme mit Unterkünften. Kann es sein, dass du das gerade mit dem Erdbeben in der Türkei verwechselt hast? Da, wo wirklich flächendeckend alles verwüstet war und die Leute wirklich keine Versorgungsgüter hatten. Aber auch das ist kompletter Unsinn. Wenn man da hätte helfen wollen, du hast doch gesagt, du hast zu der Zeit viel Geld verdient, hättest du eine Organisation unterstützen können, die dann Medikamente, Kleidung, Ähnliches rübergebracht hätte und den Menschen da geholfen hätte. Also das ist doch einfach nur Geschwafel. Rückweg, ich habe ja hinten vier Sitze, ich habe hinten drei Sitze und vorne noch einen. Kann man locker nochmal eine Gruppe von fünf Leuten mitnehmen. Da hätte man eine perfekte Gruppe mit vier Leuten, die man rübernehmen kann. Kann man vielleicht zwei Frauen mit einem Kind oder mit zwei Kindern mitnehmen. Oder halt eine Frau mit drei Kindern. Eine Frau mit drei Kindern. Reini, ich sehe da eine gewisse Doppelmoral. Sind halt auch mit Risiko verbunden. Ich habe jetzt keine Angst davor, vor da drüben von einer Granate getroffen zu werden oder so ein Scheiß. Erstens fahre ich ja nicht so weit ins Land rein und zweitens fährt man schon die... Reini, die ganzen Flüchtlinge da von da, die aus dem Land raus wollten, die haben schon selber Möglichkeiten gehabt, aber das Problem ist, die Grenzen waren zu. Es war nicht ganz so einfach. Wie er sich das wieder vorstellt. Die ganze Zeit noch da. Das ist halt einfach keine Sorge, die ich habe. Vielleicht mache ich es auch noch. Im Moment ist das Ganze ja alles im vollen Gange. Die brauchen momentan Helfer.
Ich kann ja jeden Tag kann ich mich ja entscheiden, dann da schauen, ob ich mich da. Das Problem ist halt auch, man muss sich da melden, dann muss man sich da irgendwie registrieren, dann muss man irgendwie gucken, wie man das am schlauesten alles anstellt. Ja, Reini, man muss schauen, wie man das am schlauesten anstellt. Weißt du überhaupt, wo die Ukraine ist? Also es ist kein Nachbarland von Deutschland, so viel schon mal als Hinweis. Und ich kenne mich mit so einem Bürokratenscheiß immer nicht aus. Wenn ich darüber gehen würde, dann besteht für das Gericht und die Staatsanwaltschaft vielleicht die Sorge, dass ich letzten Endes dann eine Flucht begehen würde. Genau, und du schließt dich dann als Söldner den Truppen an, oder wie? Und dann wirst du in Rudis Fußstapfen treten als Frontsoldat, oder wie habe ich das zu verstehen? Ich wollte jetzt letzte Woche nach Österreich rüberfahren, so Mitte letzter Woche, deswegen war ich unten in Forchheim, habe ich überlegt, ob ich nach Österreich runterfahre. Oder auch nach Italien. Ja, aber die Österreicher haben dich an der Grenze gesehen und haben schnell den Schlagbaum runtergelassen, weil sie sich das nicht antun wollten, oder was möchtest du mir sagen? Aber das ist halt auch wieder das Risiko, wenn ich da runterfahre, habe ich halt wieder das Problem. Ich habe halt Angst, dass die dann denken, ich will abhauen. Will ich ja nicht, habe ich ja nicht vor. Ich bin ja keiner von den Hatern. Ja? Die Hater machen, die bauen Scheiße und stellen sich aber nicht der Verantwortung, letzten Endes. Letzten Endes. Ich weiß jetzt nicht, wie er gerade von dem Thema so abweichen konnte. Er war in der Ukraine, wo er angeblich hin wollte, dann hatte er Reisepläne nach Italien und Österreich und auf einmal fällt ihm ein, dass er kein Hater ist. Es ist schon wundersam. Also eine gerade Linie kann ich bei seinen Gedanken manchmal nicht so wirklich sehen. Es ist meine Pflicht, mich meinen Verantwortung zu stellen. Nächste Woche ist ja schon der 20. Warte. Nächste Woche müsste schon der 23. sein. Da ist ja schon die Verhandlung. Da muss ich auch wieder unten sein. Alles nicht so easy. Muss ich alles gucken, wie ich das wieder anstelle am schlauesten. Das ist so. So geil, er muss mal schauen, wie er es macht, wie man es am schlauesten machen kann. Es ist einfach ein unfassbares Phrasengedresche. Wenn ihm nichts mehr einfällt, putzelt das einfach raus. Es ist alles irgendwie scheiße. Aber letzten Endes, Das Video hätte sich auch super. Es wäre super geeignet gewesen für einen letzten Endes-Counter. Ich weiß nicht mal, wie viel wir sind. Irgendwas zwischen 15 und 20 dürften schon gewesen sein. Ich würde schon gerne helfen. Vielleicht mache ich es auch, wenn es mit der Verhandlung hinhaut oder auch nicht. Reini, helfen ist jetzt so eine Sache. Das ist keine deiner Kerneigenschaften. Sagen wir es mal einfach so. Einfach freundlich. Du hast noch nie Menschen geholfen, wenn du nicht geglaubt hast, du könntest einen Vorteil für dich rausziehen. Und wenn du mal was gespendet hast, es war doch irgendwie bei so einer, gab doch so eine Spendenaktion für ein Hospiz, da ist es nur auf Druck geschehen, es war ja quasi am Ende eine PR-Aktion, genauso dann eher durch den Druck der Hater, die gesagt haben, du sollst mal was fürs Ahrtal machen, wenn es dir angeblich so gut geht, da hast du angefangen, deinen Müll dahin zu schicken, oder hast es zumindest angekündigt. Die Bewährung ist an sich eigentlich ja abgeschlossen gewesen. Wenn du überholen willst, überhol, aber fahr nicht so nah auf, Junge. Aber sie ist nicht aufgehoben, weil ich ja jetzt im Moment aktuell, erstens wurde ich schon verurteilt, und zweitens muss ich da jetzt runter? Ich will nicht runter. Und ja, ich habe die Hand am Lenkrad. Es ist alles nicht so leicht. Und ich möchte halt nicht letzten Endes irgendwo. Letzten Endes? Weiß Reini eigentlich noch, wer den Satz angefangen hat? Es ist ja unfassbar. Ich möchte letzten Endes irgendwo festhängen und dann nicht wegkommen. Ist halt alles scheiße. Ist alles scheiße, aber wenn ich da hinfahre und dann immer rauskomme, wegen was auch immer, dann stehe ich da wie ein Vollidiot. Gut, Reini, es kann schon mal passieren. Weiß man nicht, was jetzt genau die Bedingungen waren. Ich konnte dem Satz nicht folgen. Über die letzten 3 Minuten war jetzt auch recht anspruchsvoll mit den ganzen Unterbrechungen. Ja. Fluchtgefahr, bla. Habt ihr alle euren Schein gemacht? Scheiß Mercedes-Fahrer. Ich war ja in Hamburg. Habe jetzt auch keine Fotos oder so gemacht. Jetzt musste da der scheiß Elefant dann entstanden. Ey, ich glaube, es hackt. Irgendwie hat Reini die Kontrolle über dieses Video verloren. Ich habe zumindest das Gefühl,
Der Verkehr regt ihn gerade sehr auf. Er blockiert anscheinend die linke Spur. Es gibt Leute, die überholen wollen. Das regt Reini auf. Dann gibt es andere, die vor ihm überholen. Das regt Reini auch auf. Reini regt alles momentan auf. Man sieht's ihm auch an. Ich war am Rande von Hamburg, ja, weil Hamburg war mir dann doch zu groß und ganz ehrlich, wenn ich durch Hamburg gerannt wäre, hätte ich sofort jemanden mitgekriegt. Hab mir ein bisschen Hamburger Hafen angeschaut, hab mir ein bisschen... Genau, hat er ja am Anfang schon erzählt, er hat sich da den schönen Strand und das Meer in Hamburg angeguckt. Reini, du wirst es nicht glauben, aber viele Haters waren schon bei Hamburg, wissen, wo Hamburg liegt, wissen auch, wo die Küste ist. Ist ein Stückchen. Die Elbe fließt doch ein bisschen bis Cuxhaven. Ich bin mich da überrascht, dass mich keiner gesehen hat. Am Meer war ich oben an der Nordsee. Ich bin hoch bis zur Nordsee gefahren. Wo machen die denn alle ihren Führerschein? Ja, wahrscheinlich alle in Emskirchen, da wo du den auch gemacht hast. In der Fahrschule Rudis Buhr. Zweimal hintereinander? Ist das euer Ernst? Erst fährt einer mit Hänger raus und jetzt einer mit. Jetzt fährt der Elefant raus. Ach, Mann, oh ey. Die LKWs fahren alle gleich lange. Die fahren alle gleich schnell. Wieso um alles in der Welt überholen die einander? Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Reini, wenn die alle gleich schnell fahren würden, dann könnten die sich gar nicht überholen. Nur so als kleiner Tipp. Aber. Ich möchte jetzt nicht überfordern, aber. Da muss irgendwo noch eine Differenz bei den Geschwindigkeiten sein. Wir kommen jetzt auf 662 Kilometer. Weil es mir momentan sowieso so vorkommt, als würde der Sprit schneller ausgehen. Ja, Reini, vielleicht fährst du einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen vorausschauender, nicht so schnell. Vielleicht hättest du dann weniger Spritverbrauch. Aber es gibt vielleicht auch noch andere Tipps, wie zum Beispiel mit der Klimaanlage, die ein bisschen runterdrehen, etc. Aber ich bin mir auch sicher, da hast du keinen Plan von. Also wenn 600 da steht, komme ich bloß 200 bis 300. Hä? Also entweder verbraucht man den Sprit mittlerweile schneller. Ja, Reini, es ist Zaubersprit. Der besteht zu 50% aus Diesel und zu 50% aus Wasser. Sein? Ah, ich weiß auch nicht. Aber ich bin auch gespannt, was jetzt bei der Ukraine rauskommt, bei dem Krieg. Gas und Öl und so weiter, dann würde es lustig. Habt ihr den Satz gerade verstanden? Also, ich nicht. Reini, ist alles gut, Preise sind wieder runtergegangen. Ja, parke ich mal hier direkt neben der Parkbank. Das kommt auf jeden Fall gut. Muss jetzt dann mal schauen, wie es weitergeht. Übrigens, ich habe mir so... Er muss schon wieder schauen, wie es weitergeht. Ja, klar. Ein geiles Plüschfuschelfiech gekauft. Ja, ich fand das irgendwie witzig. Ich würde die Kamera jetzt drehen, aber dann seht ihr wieder zu viel. Ach so, dann würden wir was mitkriegen. Aber die Perspektive ist super. Wir sehen ein bisschen Lenkrad und dein Schwelles. So, letzten Endes ist es jetzt wirklich so, ich werde jetzt hier mal ein bisschen frühstücken. Ich habe ja noch mein Brötchen. Natürlich esse ich nicht im Auto, ich esse außen. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Und im Moment brauche ich meine Kraft. Ach, der Selbstverständlich hat er heute noch nichts gegessen und er braucht seine Kraft. Ich weiß nicht wofür. Er sitzt den ganzen Tag im Auto. Ich weiß jetzt nicht, welche Anstrengung das ist, dass man unbedingt Kraft brauchen würde. Konzentration wäre super, Reini. Auf den Verkehr, auf dein eigenes Fahrverhalten, das wäre schön. Kraft wird weniger gebraucht. Der LKW-Fahrer, der vor mir rausgefahren ist, der war bloß Brunsen. Immer wieder witzig. Wenn so eine Sache immer, ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Reini hat doch vorhin erzählt, dass er so stolz drauf wäre und froh, dass so viele Leute seine Videos angucken. Reini, ist dir eigentlich klar, dass das hauptsächlich Bots sein werden? Bei deinem momentanen Content, bei dem Inhalt, es geht ja halt auf diese Gerichtsverhandlung zu und für viele ist halt die neue Umgebung hier, diese Schnitzeljagd, die Ford Blue Staffel, ganz interessant. Aber es hat wenig wirklich mit deinem Inhalt zu tun, weil Inhalt ist nicht da. Was ich immer lächerlich finde, ist, dass sogar Leute, die es ein bisschen besser wissen sollten, dann auch immer so einen Schwachsinn erzählen, wie irgendwelche Anwälte und so weiter. Erzählen dann, ja, er ist so banal naiv und dumm, dass er das... Um welchen Anwalt es wohl geht? Ob es der Herr Solmecke sein wird? Also einen anderen Anwalt wüsste ich jetzt nicht unbedingt im Game, den Reini persönlich ansprechen würde und der Reini auch wahnsinnig mett macht. Wenn das so macht. Ich habe damit gerechnet.
Grüße gehen übrigens raus. Ich nicht, dass man mich erkennt. Ich habe mir damit gerechnet, dass man mich schnell, relativ schnell findet. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass die Hater so krank sind, das muss man eigentlich mal darauf beziehen, dass die Hater krank wie sonst was sind, direkt am ersten... Ja, an alle Hater da draußen, die krank sind, vielleicht einen Schnupfen haben oder ähnliches, gute Besserung auch von meiner Seite. Einen Tag finden werden. Ich meine, ich weiß, wie krank und abgefuckt asozial die Hater sind. Aber selbst ich habe nicht damit gerechnet, dass die Hater so krank sind, dass sie mich innerhalb von 5 Stunden wissen, wo ich bin, ohne dass sie einen Anhaltspunkt haben. Man muss dazu sagen... Glaubst du, Reini, dass wir irgendwelche Magier unter den Hatern haben oder Hater mit Wünschelrutenfähigkeiten, die einfach irgendwo loslaufen und dann damit herausfinden, wo du bist? Oder gibt es vielleicht doch Anhaltspunkte, wo du dich aufhältst? Zum Beispiel dein blaues Monster oder einfach dich selbst. Ihr beide seid halt schlecht zu übersehen, aufgrund einer gewissen Eigenschaft. Es ist ein bisschen ein Gorilla-Krieg. Gorilla? Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Ja, es ist der Gorilla. Der Spanier sagt korrekt Gorilla. Gorilla. Gorilla bedeutet übrigens auch Krieg. Also Krieg. Ist richtig. Es heißt alles so, das Auto ist voll auffällig. Ein Wolf versteckt sich am besten unter Wölfen oder unter Hunden. Reini, was immer das jetzt gleich für ein schöner Vergleich werden sollte... Möchtest du also du hast ja vorhin ein Auto überholt, einen LKW, der hinten mit Porsche-Fahrzeugen beladen war. Vielleicht solltest du dich einfach auf einen LKW stellen mit deinem Fahrzeug, wo andere Ford Blues draufstehen. Dann stehst du unter Wölfen. Das Problem ist, die meisten Autos sind halt kein Ford Blue. Deswegen fällst du halt auf. Aber... So wie ich deinen Gesichtsausdruck gerade interpretiere, fällt dir auch auf, dass dieser Vergleich gerade ein bisschen hinkt. Mein Auto ist auffällig, mein Auto ist krass, mein Auto ist, man sieht ihn, man erkennt ihn, man kriegt das mit. Auf einen Ford Ranger Pickup in Blau, darauf achten die Hater aktuell. Und ja, genau. Und der ragt halt ein bisschen raus aus dieser sonstigen kleinen Schafsherde, nicht? Sie realisieren nicht, dass das, also die Mehrheit schaut gar nicht aufs Kennzeichen. Wie kommst du darauf? Woher hast du diesen Anhaltspunkt? Die Haters gucken natürlich aufs Nummernschild. Es gibt ja mehr Autos damit, die wollen doch sicher sein. Und wenn übrigens keine Nummernschilder mehr da sind, gucken sie auch auf die Umweltplakette, wie du mittlerweile... Obwohl, das kommt noch. Hm? Als Reini in Dortmund bei Mona geparkt hat, waren sie ja so clever und haben die Nummernschilder abmontiert. Und dann stand da ein Ford Blue rum, ohne Nummernschilder. Und viel auffälliger ging's ja schon nicht. Sind die Haters hingegangen und haben auf die Umweltplakette geschaut, wo Reinis Nummernschild natürlich auch drauf stand. Die Nummern davon, ja. Sehr unauffällig wieder. Getarnt unter Wölfen. Unter anderen Ford Blues ohne Nummernschild. Du warst nicht in Forchheim, aber es gibt Bilder von dir in Forchheim am Globus. Ja, die gibt es. Und die sind auch echt. Die sind am Mittwoch entstanden. Aber ich bin jetzt in. Aber ich bin da jetzt nicht drinnen im Ding gewesen. Ich bin da. Ach so, er war nicht im Ding, das erklärt so manches. Nicht am Sonntag drin gewesen. Aber wie gesagt, es ist eine Art Gorilla-Krieg. Wenn, ich denke... Das ist nicht der Hammer. Es ist der Gorilla-Krieg, ja. Reini, was du meinst, ist wahrscheinlich asymmetrische Kriegsführung. Das bedeutet, dass wenn die eine Seite zum Beispiel Panzer und Flugzeuge hat und die andere nicht, sondern nur Infanterie hat, dass da eine Asymmetrie besteht. Reini, das, was du jetzt damit erklären willst, ist einfach nur wieder falsch. Eine wichtige Sache gegen die Hater wäre ein Informationskrieg. Jetzt aktuell vor allem, weil die Sache nämlich die ist. Theoretisch gesehen, ich habe darüber nachgedacht, ich kann es sagen, weil es bringt mir sowieso nichts. Ich habe zwar Leute, die das in die Richtung in die Wege leiten könnten, aber ja, damit würden sie sich wahrscheinlich selber leaken und vor allem, wenn ich das jetzt sage. Sache ist die, ich denke, wenn man das Ganze so aufgezogen hätte, dass ich 20, 30, 40 Bilder gemacht hätte von meinem Auto an verschiedenen Positionen, dann einfach an Positionen, wo man nicht feststellt, kann, wo das Auto wirklich steht und dann einfach einer Person sagt, ey, pass mal auf, sag mal, dass du mich in Hamburg gesehen hast. Und dann schickt mir der Person ein Bild und ich soll das Bild dann als Beweisfoto posten. Der ist in Hamburg. Und 10 Minuten später sagt einer, aber warte mal, stopp mal, das kann gar nicht sein. Irgendwie ist der unten in München gerade und dann postet er ein Foto von mir in München. Das wäre so ein richtiger Gorilla-Krieg, weil ich wäre... Ein Gorilla-Krieg wäre das dann. Ja, Reini. Wie wäre es denn einfach mal damit aufzuhören, zu provozieren...
Dann an allen Orten, wenn ich jetzt Gorilla-Krieg richtig verstanden habe, versteht sich. Ja, weil ich wäre dann irgendwie an 7 Orten gleichzeitig und keine Sau weiß mehr, wo ich bin. Und es würde dann letzten Endes dazu führen, dass die Hater einander nicht mehr glauben können. Wenn die sagen, ich habe einen Darkseen, ich habe einen Darkseen, haben sie es dann verkackt. Und das wäre halt dann witzig, dass man gar nicht erst in die Situation... Mann, wäre das witzig, Reini. Es funktioniert mit Sicherheit. Du würdest der ersten vertrauenswürdigen Person wahrscheinlich ein Foto von deinem Auto schicken. Diese Person ist dann gar nicht so vertrauenswürdig, weil sie in Wirklichkeit nur ein Hater ist und naja, irgendwann würdest du damit auf die Nase fallen. Übrigens, Reini, alle Leute, die du länger kennst, werden irgendwann zu Hatern, weil du einfach kein normales soziales Umfeld hast und alle Leute, die irgendwie wohlgesonnen sind, gegen dich aufbringst. Situation kommt, dass man da irgendwie in Gefahr ist. Und jetzt fährt ein LKW hinter mir her. Könnte ich das Tablet einfach da hinstellen und filmen, aber da habe ich dann die ganze Zeit die Wuscheldinger im Blick. Auf jeden Fall mal schauen. Ich will auf jeden Fall jetzt hoch in den... Nee, nicht hoch in den Norden, runter in den Süden. Im Norden war ich ja. Tschö. Tschö, Reini. Boah, war das wild. Was wir jetzt gelernt haben... Die armen Ukrainer haben keine Hilfe von Reini bekommen, obwohl er sich so vorgenommen hat. Denn er war beschäftigt mit den Hatern, um seinen Guerillakrieg oder wie auch immer er es ausspricht, zu führen, ohne zu wissen, was das bedeutet. Ja, Reini lebt halt in seiner eigenen kleinen Welt. Aber so ist es halt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so war, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt auch gerne ein Abo abschließen. Es kommen noch viele weitere Videos. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich lese sie alle. Und falls ihr bei Reinis wilden Stories oder meinem Geschwafel vergessen habt, wo ihr hier eigentlich seid. Du heißt wie erst mal Rüdiger, heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.